Die soziale Situation von Migranten ist in Berlin schlechter als in anderen Großstädten. Das Ausmaß an Unterbeschäftigung dramatisch. Und woran liegt's? Welche objektiven Gründe und subjektiven Faktoren führen dazu, dass fast die Hälfte aller Menschen mit türkischem Migrationshintergrund im erwerbsfähigen Alter von Sozialleistungen leben? Wir reden gleich mit dem Mann, der die Studie erstellt hat, nach diesen Fakten und Informationen. Ein Zahlenwerk, das für Aufregung sorgt, wenngleich die Ergebnisse kaum überraschen. In Berlin steht es schlecht um die Integration, belegt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. So haben rund die Hälfte der erwerbsfähigen Türken keine Arbeit. Und 3/4 haben keinen Schulabschluss. Warum ist das so? Wir fragen am Hermannplatz. Scheißen auf Lehrer, scheißen auf Familie, scheißen auf alles. Was muss man dagegen tun? Ich weiß nicht, mehr fordern. Die meisten haben irgendwie gar keine Lust auf Schule. Und zurzeit gibt es ja viele Jugendliche, die viel Scheiße bauen, sag ich mal. Hallo. Und daher, ich weiß nicht, also ich selber habe auch gar keinen Schulabschluss. Mich interessiert es nicht, die Schule ja nicht. Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Keine Lust, irgendwann meine Arbeit zu haben und Geld zu verdienen? Ich krieg schon meine Arbeit. Auch ohne Schule? Man kriegt schon, ja. Aber keine gut bezahlte Arbeit, oder? Doch. Haben Sie einen Schulabschluss? Ich habe keinen Schulabschluss. Woran lag's? Schlechte Freunde, ich habe immer geschwänzt. Schulschwänzerei, oft Einstieg in einen Teufelskreis. Familien, die in Armut resignieren. Hat die Politik versagt? Oder müssen sie sich nur mehr anstrengen? In Deutschland haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, ja, kostenlos zur Schule zu gehen und für wenig Geld eine relativ gute Ausbildung und Bildung zu bekommen. In der Türkei ist das so, dass die Eltern sehr viel mehr Geld und Energie aufwenden müssen, damit ihre Kinder Erfolg haben. Insofern finde ich es sehr schade, dass die türkischen Eltern hier diese Möglichkeiten teilweise gar nicht nutzen. Eine Ursache? Viele Einwanderer lebten schon in der Heimat in bildungsfernen Milieus. Umso schwieriger fällt der Anschluss hier, auch bei bestem Willen. Und in einzelnen Fällen fehlt schlichtweg das Interesse an Bildung und Arbeit. Das, was man an Sozialleistungen bekommt, vielleicht ist das für einige ausreichend, um hier in diesem Lande zu leben. Vielleicht, möglicherweise, ist die Sozialleistung zu hoch. Was kann man tun? Man kann über einen gewissen Druck, so wie ich es glaube, auch die Eltern ausüben, dass man dann sagt, wenn ihr eure Kinder nicht zur Schule schickt, wenn ihr euch nicht um eure Kinder bemüht, werden wir die Sozialleistungen in diesem Bereich kürzen. Der Innensenator erhöhte dabei den Druck auf leistungsunwillige Einwanderer. Er lässt Schulabbrecher sogar ausweisen. Ja, und wir sind gespannt, was jetzt Karl Brenke sagt. Er hat die Studie erstellen lassen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Guten Abend, Herr Brenke. Guten Abend. Was muss denn aufgrund der Erkenntnisse Ihrer Studie passieren? Da muss mehreres passieren. Was man auf jeden Fall nicht machen kann, und das wurde ja auch in den Beiträgen gesagt, dass man den Eltern noch mehr Geld zur Verfügung stellt. Es wird ja zum Teil von Regierungsseite hier in Berlin gefordert, Hartz IV beispielsweise noch weiter aufzustocken. Ich meine, das wäre kontraproduktiv, weil wir jetzt schon Verhältnisse haben, wo eine Familie mit zwei Kindern einen Hartz IV-Betrag bekommt, der in etwa dem entspricht, was ein Alleinverdiener in derselben Familie pro Stunde bekommt, wenn er Vollzeit arbeitet, also etwa 10 Euro. Wenn ich das noch weiter hochstocke, setze ich natürlich die Leistungsanreize herunter und setze auch die Leistungsanreize herunter, dass die Jugendlichen in Bildung investieren. Das darf man nicht machen. Was man machen muss, ist, und hier wird ja auch seitens des Senats in die richtige Richtung gedacht, dass man versuchen muss, gerade bei der frühkindlichen Erziehung anzufangen. Man muss die Kinder möglichst früh integrieren, und ein großes Problem sind ja die Sprachprobleme. Und hier hilft vor allen Dingen die frühkindliche Erziehung weiter. Was ich hier dann vernachlässige, das fällt mir dann später in der Schule und später dann in der Berufsausbildung auf die Füße. Und das führt dann eben zu dem Problem, dass ich sehr viele habe, die keine Berufsausbildung haben. Größere Problem ist, dass man lange Zeit diese Debatte eigentlich nicht geführt hat und dass diese Debatte erst seit einigen Jahren aufgekommen ist und die Probleme ja sichtbarer werden. Und die Probleme werden in Zukunft noch sichtbarer werden, weil ein immer größerer Teil der nachwachsenden Generation aus Migrantenkindern besteht.
Schon jetzt ist es so, dass im Westen Berlins die Hälfte der unter 10-Jährigen Migrantenkinder sind. Wobei ich jetzt nicht sagen will, jedes Migrantenkind ist ein Problemfall, um Himmels Willen nicht. Da muss man sehr stark differenzieren. Aber es gibt eben diese Problemfälle. Und ist es folgerichtig in dieser Entwicklung, so wie Sie sie auch beschrieben haben, dass auch die sogenannte Mittelschicht bei den Migranten flüchtet aus den sogenannten Problemkiezen? Das ist gewiss der Fall und das könnte man auch, das zeigt die ganze Migrationsforschung auch in den USA schon seit den 20er und 30er Jahren. Es gibt diese Ghettobildung und ein Kennzeichen der Ghettobildung ist, dass die Mittelschicht der Migranten aus diesen Bezirken hinausgeht. Und nicht nur die Mittelschicht der Migranten, sondern auch die Mittelschicht der Deutschen. Soweit Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte.